Hallo und willkommen hier jetzt wieder zu Yu-Gi-Oh! News. Und zwar, der Nine-Tailed Fox bekommt eine Karte. Ja, hier öffnen wir es. Ist im Premium Pack 20 drinnen. Und so wird es dann ausschauen. Schaut ziemlich cool aus eigentlich. 2200 Angriff, 2000 Verteidigung. Stufe 6, Feuer. Mal schauen. Eines von Misawas Bossmonster vom Manga. Okay. Kyubi no Kitsune oder Nine-Tailed Fox. Oder 29er Fuchs. Auf Deutsch ist ein Zombie-Effektmonster. Okay. Der erste Effekt von dieser Karte kann einmal pro Spielzug aktiviert werden. Dieser ist halt, wenn diese Karte in der Hand oder im Friedhof ist, und man kann zwei Monster Tribut anbieten und diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Der zweite Effekt ist, wenn diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen wird, und es greift ein Monster in der Verteidigungsposition an, darf man den durchschlagenden Kampfschaden zufügen. Das ist jetzt nicht so heftig, wenn 2200, ja, okay, aber da, der Effekt ist vielleicht ganz gut, wenn diese Karte zerstört wird, entweder durch einen Kampf- oder Karteneffekt ist und auf den Friedhof gesendet wird, man kann zwei Fox-Tokens, also zwei Fox-Spielmarken, als Spezialbeschwörung beschwören mit der Eigenschaft Zombie, Feuer, Stufe 2, Angriff 500 und Verteidigung 500. Das ist eigentlich schon wieder besser. Man kriegt da zwei Spielmarken, die man gleich für eine Linkbeschwörung machen kann. Oder, ja okay, blöd ist, man kann ihn nicht selber, einfach nur wenn er auf dem Friedhof gesendet wäre, wäre es natürlich auch besser. Aber sonst ist es jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Vielleicht gibt es einen Nutzen für Zombie-Decks, diese Karte reinzugeben, aber sonst sehe ich eigentlich jetzt nicht wirklich einen großen Nutzen für diese Karte. Aber es schaut immerhin cool aus. Hier nochmal da, ein bisschen größer. Ja, cool. Leider gibt es nicht mehr in der Yu-Gi-Oh! Welt. Und daher sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Yu-Gi-Oh! News. Und bis später.